Müssen wir ganz kurz über Salz sprechen. Ja, wenn wir über Lifestyle reden. Ich habe letztes Mal in München, habe ich kurz darüber gesprochen, dann hat mir der Kollege Demuth gleich eine E-Mail geschrieben und so, neue Studie hier, guck mal, ja, Intermap-Studie, das wird Sie immer treffen. Es gibt Millionen von Korrelationsstudien. Da wird gezeigt, Salzgehalt gleich die Patienten haben Bluthochdruck. Aber wir haben ein Problem, das sind die Confounder. Weil was ist denn in der westlichen Unzivilisation immer mit dem Salz gepaart? Prozessiertes Essen. Ja? Das ist Junkfood. Ja? Wenn wir Salz zu uns nehmen, wir haben das Salz im Brot und wir haben es im Junkfood in großen, großen Mengen. Das ganze prozessierte Essen, 60% der Kalorien in Amerika werden mittlerweile durch hochprozessierte Nahrungsmittel verspeist. 60%. Und da habe ich einen riesengroßen Confounder. Das heißt, wenn ich bei uns in Deutschland Salz esse, dann mache ich das meist mit schlechtem Essen gepaart. Es ist also gar nicht zu unterscheiden vom Bluthochdruck. So. Die DGE sagt, ja, wie viel Salz essen denn die Deutschen? Und die großen Übeltäter sind die Männer zwischen 30 und 39. Die essen also 6,3 Gramm am Tag. Ja? Und dann wird ganz klar, das ist so Lehrmeinung, wenn ich zu viel Salz esse, dann rutsche ich in den Hypertonus. Ja? Deswegen wird empfohlen, das deutlich zu reduzieren. Die DGE in Deutschland sagt 6 Gramm, die WHO sagt 5 Gramm. Das IOM in USA tut sich mal wieder besonders hervor und sagt 3,5 Gramm Salz pro Tag. Das ist ein Teelöffel. Guten Appetit. So, und was kommt dann bei raus? Letzte Cochrane-Analyse 2017, 185 Studien. Also, wenn Sie keinen Bluthochdruck haben und Ihr Salz tatsächlich so stark reduzieren, dann hätten wir jetzt hier, wir Kaukasier, einen Benefit von ungefähr 1 mm Hg. Ja, und diastolisch sieht es noch besser aus. Ja? Wenn ich zu den Blutdruckpatienten gehöre, die salzsensibel sind, und das wird immer gerne vergessen, das sind nur 50%, dann habe ich ungefähr diesen Benefit von 5 mm Hg. Ja, und es wird leider viel zu wenig unterschieden. Die Arbeiten zeigen das aber. Ich habe eine unterschiedliche Ansprechbarkeit auf die Salzreduktion. Ich habe die, die sind salzsensitiv. Ich habe die, die sind völlig resistent, ob ich das Salz hochnehme oder runternehme. Und ich habe die, die Counter-Regulators, die gehen sogar rauf mit dem Blutdruck, wenn ich das Salz erhöhe. So, und was mich besonders stört, ist die Argumentation, weil historisch gesehen haben wir Salzmengen von bis zu 200 Gramm pro Tag verbraucht, weil wir alles einlegen mussten. Ja, das war also Salz war ubiquitär in unserer Nahrung vorhanden. Und wie sieht's aus? Der Salzverzehr geht runter, seitdem wir den Kühlschrank haben. Wir müssten nicht mehr durch Salz irgendwie Nahrungsmittel erhalten und der Bluthochdruck geht hoch. Und das ist, finde ich, immer ganz, ganz schwer in der Argumentation, wenn ich Salz kausal mit dem Bluthochdruck verketten möchte. So, was noch schwerer ist, sind die Paradoxons, ja. Davon gibt es 13 publizierte. Korea ist ein schönes Beispiel, ja. Und da ist es so, je mehr Salz gegessen wird, hier ist das Natrium, ja, desto weniger Bluthochdruck habe ich, ja, desto weniger koronare Herzerkrankung habe ich. Warum? Weil die Koreaner, wenn die Salz essen, essen die das mit dem Gemüse, mit fermentierten Sachen und mit Salat. Wenn wir Salz essen, essen wir Erdnüsse, ja. Wenn die Salz essen, dann essen die grünes, gelbes, rotes, irgendwas Wurzeliges, ja, und da ist viel Salz dran. Ja? Also ich muss ganz genau hingucken, wie bei den Confoundern, ja. So, was passiert denn physiologischerweise, wenn ich richtig viel Salz esse? Das wurde dann auch getestet. Ich scheide einfach mehr Salz aus. Es ist für die Niere überhaupt kein Problem, viel Salz auszuscheiden. Es gibt allerdings irgendwie Kave, in China beschrieben, den Suizid durch Salz. Ja, da werden also dann innerhalb von kürzester Minute werden bis zu 350 Gramm Salz getrunken. Ja, und dann kommt es zu schweren Hirnödem und die Menschen versterben daran. Das ist also in den großen Salzanbaugebieten, in den großen Anbaugebieten auf dem Land ist das ein gängiger Suizid. Ja. Ja. Wenn Sie das also über den Tag verteilen, passiert Ihnen nichts. Ja. So, brauche ich Salz? Ja, hier eine schöne Arbeit irgendwie, da hat man sich die zu Frühgeborenen angeschaut. Und wenn die kein Salz kriegen, ja, dann haben die ein pure neurodevelopmental outcome. Ja. Und bis zum 13. Lebensjahr, so lange hat man die nachverfolgt. Und die zu wenig Salz bekommen haben, waren die, die von im 10. bis 13. Lebensjahr sozusagen deutliche Nachteile hatten in ihrer neurokognitiven Entwicklung. Ja. Salz könnte also eine Rolle spielen. Ja? Nicht umsonst ist es in der Schwangerschaft so, dass sich der Geschmack ändert, der Schwangeren. Ja? Sie derbt nach Salz. Ja? Könnte es vielleicht sein, dass dieses Mineral, mit dem wir evolutionsgeschichtlich groß geworden sind, ja, für das Tiere große, große Anstrengungen auf sich nehmen, für das Kriege geführt wurde, könnte es vielleicht sein, dass dieses Mineral irgendeine wichtige Funktion für uns hat?
Schauen wir uns mal an, was in der Salt-Free-Diet passiert. Ja, das ist eine Untersuchung, die hat mich sehr aufschrecken lassen. Ja, ja, da hat man sich also angeschaut, was passiert, wenn Frauen, die schwanger sind, zu wenig Salz zu sich nehmen. Ja? Also, Fatal Growth reduziert. Niedriges Geburtsgewicht. Ja? Kardiovaskuläre Organe schlecht ausgebildet, prädisponiert für einen Hypertonus. Und eine Insulinsensitivität. Hat Ihnen das schon mal Ihre Gynäkologin gesagt, dass Sie viel Salz essen sollen während der Schwangerschaft? No. Ja. Das sind die Symptome der chronischen Hyponatriämie. Ja, das treffe ich in jedem Altersheim, diese Symptome. Ja. Das ist alles Müdigkeit, Verwirrtheit, Inappetenz, häufige Stürzen, ja, Osteoporose. Ja. Das treffen Sie überall. Das ist der Klassiker sozusagen in der älteren Gesellschaft. Ja. Ja. Also genau die Symptome, die ich habe, wenn ich zu wenig Salz esse. Ja. Was wenig bekannt ist, dass bis zu 13% steigt die Herzrate. Naja, warum? Wenn Sie kein Salz mehr essen, kann der Körper kein Volumen mehr aufbauen. Sie sind hypovolem. Das kennt jeder aus der Intensivmedizin. Da muss ich Flüssigkeit geben oder Salz, um die Flüssigkeit zu binden. Ja? Die Herzrate steigt. Ja. So. Und was auch wenig bekannt ist, irgendwie, dass sie insulinresistent werden. Ja, in diesem Review wurden irgendwie 25 Arbeiten ausgewertet. Ja, und das Ergebnis irgendwie der Insulinresistenz ist sehr eindeutig. Ja. Sie werden insulinresistent, wenn sie zu wenig Salz zu sich nehmen. Warum? Weil das Insulin, das dann steigt, die sind ja dann hyperinsulinem, die schwimmen ja dann im Insulin und das Insulin bewirkt an der Niere, dass das Salz zurückgehalten wird. Ja. So. Wie kommt es zu diesen ganzen schlimmen Nebenwirkungen, wenn ich zu wenig Salz zu mir nehme? Das Cochrane-Interview, das Review, das ich Ihnen vorhin sagte, aus dem Jahre 2017, noch im Abstract, 3 Zentimeter weiter unten, steht das. Ja, also der Benefit, 1 Millimeter Hg bei den Nicht-Blutdruckpatienten, 5 Millimeter Hg bei den salzsensitiven Blutdruckpatienten. Und das ist das, was auch passiert. Renin geht hoch, Aldosteron geht hoch, ja, bis 127%, Adrenalin, Noradrenalin. Sie sind im absoluten Notfallmodus. Das ist der Notfallmodus. Das sind die Hormone, die auch anspringen, weil ein Chaos ausgebrochen ist, weil sie zu wenig Natrium, dass es so überlebenswichtig ist. Ja? Und das passiert, wenn Sie die IOM-Empfehlung umsetzen. Sie bringen Ihren Körper in einen permanenten Notmodus. Ja? Und andere Arbeiten, in einem Cochrane-Interview war das sogar bis 322%. Schauen wir uns mal an, was passiert, wenn Sie zu viel Aldosteron haben. Chronisches Entzündungsgeschehen, chronische Niereninsuffizienz, Osteoporose, Klappenfibrosen, der Hypertonus wird nicht mehr einstellbar, ja? Hypokalämie, obstruktive Schlafapnoe-Syndrom. Ja, und wenn ich mir das alles angucke, dann hat sich also dieses kleine Fachblatt, ja, ja, hat sich damit beschäftigt, dann gucke ich mir doch mal die großen Eckdaten an, was passiert denn bei denen, die wenig Salz zu sich nehmen. Ja? Und dann konnten die sehen, es gibt eine Komfortzone von 3 bis 6 Gramm Sodium, das ist Natrium, das habe ich Ihnen mal umgerechnet, also zwischen 7,5 Gramm und 15 Gramm, das ist die Komfortzone. Jenseits dieser Zone steigt Ihr Mortalitäts- und kardiovaskuläres Risiko. Und wie das ansteigt, zeige ich Ihnen. Wenn Sie zu wenig nehmen, steigt es stark an, ja, bis hierhin, bis 1,8, bis 2,5. Wenn Sie mehr nehmen als diese Komfortzone, ist es ein ganz langer Anstieg bis zum 1,2-fachen Risiko. Das kann man vernachlässigen. Aber ein verdoppeltes Risiko kann man nicht vernachlässigen. Ja. Witzigerweise sind das genau die Bereiche, die uns die WHO und das IOM empfehlen möchte. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung liegt ja genau in dem Bereich. Es ist eine Katastrophe, eine absolute Katastrophe. Jetzt drehen wir den Spieß mal um, jetzt geben wir mal Salz und gucken, was passiert. Wurde gemacht, 2 Gramm, 4-mal am Tag und plötzlich habe ich eine verminderte Insulinresistenz. 8 Gramm Salz am Tag. Beim Diabetiker, das waren Diabetikerpatienten. Ja? Oder hier, die Harnsäure ging runter bei Salzsubstitution. Ja? Und das Allerschönste, und da muss ich also wirklich schon fast lachen, als ich das gelesen habe. Wenn Sie zu viel Salz zu sich nehmen, schütten Sie die natriuretischen Peptide aus, AMP und BNP. Und die werden mit allem Guten korreliert im Körper, es sei denn, Sie haben plötzlich ein 20.000er BNP. Aber diese physiologischen Erhöhungen, wenn Sie zu viel Salz haben, ja, sind, ja, kontrollieren das Immunsystem runter, sind antiinflammatorisch, immunmodulatorisch und sind auch in der Krebstherapie mittlerweile ein großer Renner. In Japan ist mittlerweile ANP, wird es gegeben, ja, um die Gefäße weicher zu machen. Es ist zugelassen, ja, sozusagen bei zu steifen Gefäßen bei KK. Ja. Da wird ANP gegeben. Das Einzige, was Sie machen brauchen, ist viel Salz nehmen, dann haben Sie auch ANP. So, 4. Empfehlung, ja, auf die, ja, 10 bis 12 Gramm
Bei Medikamenten müssen Sie deutlich mehr nehmen. So gut wie alle Medikamente fordern Ihr Salz. Wenn Sie stark schwitzen bei Hitze und Sport, müssen Sie deutlich mehr nehmen. Sie müssen auf Ihre Salzquellen achten. Nehmen Sie mehr Salz, billig und einfach. Ja? Und kaliumreiche Nahrungsmittel. Ja? Kann ich Ihnen empfehlen, weil Kalium-Natrium schon immer zusammengehörten. Ja? Also Take-Home-Message, Gemüse und Salate kräftig salzen. Es gibt ja verschiedene Salzsorten. Möchten Sie da was kurz zu sagen, was Sie empfehlen? Ja, es gibt natürlich das Himalaya-Salz, da habe ich dann 100 Minerale, aber das sind alles nur Spuren von diesen Mineralen, ja? Und das ist sehr, sehr teuer. Ja? Also wenn Sie Geld übrig haben, können Sie das machen, dann fahren Sie mit dem Himalaya-Salz irgendwie gut. Ja? Aber das einfachste Meersalz, das man in den französischen Supermärkten überall kaufen kann, ja, ist erstmal ein gutes Salz. Irgendwie. Das ist nicht behandelt, irgendwie, das ist nicht irgendwie so behandelt, irgendwie, dass es nicht trocknet. Das sind ja ganz, ganz fiese Additive, die man bei uns unseren normalen Speisesalz dazu gibt, da haben Sie also noch ein Mineralspektrum, Sie haben keine industrielle Fertigung und dann haben Sie ein ausreichendes Salz. Wenn Sie viel Geld haben, gehen Sie in den Bioladen und kaufen sich das Himalaya-Salz. Nur Bill, wenn unser Steinsalz das Meersalz der Urmeere ist, warum soll das schlechter sein als das getrocknete Salz mit all den vielen Abfallprodukten, die wir heute in den Meeren haben? Also ich verstehe es nicht, ich verstehe es einfach nicht. Ja, da müssten wir auch noch mal ein bisschen Recherche machen, was ist wirklich. Und zum Himalaya-Salz habe ich große Bauchschmerzen. Ich finde es toll, toll, toll. Aber ich bin seit vielen Jahren in der Gesellschaft für Fluorforschung und wir wissen, dass südlich und nördlich des Himalaya im Erdboden Fluor ist. Das heißt, ich habe große Sorge, dass das Himalaya-Salz zum Teil kontaminiert mit Fluor ist. Und Fluor ist ein extremes Zellgift. Putzen Sie Ihre Zähne bitte nicht mit fluorhaltiger Zahncreme. Es wird resorbiert im Mund und Sie haben gute Chance, dass Sie Ihren IQ beeinträchtigen und sonstige Dinge tun. Und ich weiß nicht, was im Himalaya-Salz ist. Ich kenne eine Analyse, da waren keine signifikanten Fluor. Aber das ist eben keine Rückversicherung, ja. Weil wir nicht wissen, wo es herkommt. Nicht überall ist am Himalaya dort dieses. In Indien gibt es das Black Salt, was bei uns ja auch teilweise ist. Und das Black Salt ist hochgradig mit Fluor kontaminiert. Also von da, oder Rock Salt, das ist hochgradig und von daher schwierig. Und auch da müssten wir einfach eine Institution schaffen, die sagt, wir testen es. Wir sollten es testen und wissen, wie es ausgeht. Also Thema Salz, heiß und heiß.